immer diese Lobbyisten. Spielräume und Grenzen der Interessenvertretung. So war die Panel-Diskussion betitelt, die am 1. Dezember 2010 im Herzen Berlins im Restaurant Malatesta am Gendarmenmarkt stattfand. In Anlehnung an den neu erschienenen Sammelband Public Affairs, Strategien und Instrumente der Interessenvertretung für Wissenschaft, Wirtschaft und Institutionen diskutierten einige der Autoren über diese Thematik. Hans Bellstedt, Herausgeber des Sammelbandes und Veranstalter des Abends, begrüßte die Gäste. Spielräume und Grenzen der Interessenvertretung, so haben wir den heutigen Abend, zu dem ich Sie auch im Namen von Politik und Kommunikation und der TU Berlin sehr herzlich begrüße, betitelt. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen einen kleinen Beitrag leisten zur Versachlichung der Lobbyismusdebatte, nachdem diese durch die Umstände der AKW-Laufzeitenverlängerung, durch das Gerangel um die Neuordnung des Arzneimittelmarktes und durch die nur schleppend vorankommende Regulierung der Finanzmärkte wieder einmal befeuert worden ist. Wir werden gleich nicht nur Vertreter der Wirtschaft, sondern auch der Wissenschaft und einer NGO auf das Panel bitten, aus der Beobachtung heraus, dass auch Sie neuerdings Public Affairs betreiben und sich offen dazu bekennen. Edelgard Bullmann, SPD-Bundestagsabgeordnete und uns allen bekannt als frühere Bundesforschungsministerin, wird uns nun schildern, wie sich das eigentlich anfühlt, Public Affairs aus Sicht der Politik. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ob ich Ihnen wirklich sagen kann, wie sich das anfühlt, das weiß ich nicht. Aber da ich immer direkt gewählt worden bin, will ich gleich mit einem anderen Blickwinkel beginnen. Nämlich mit dem Blickwinkel, dass Lobbyismus in unserem Land generell doch etwas Anrüchiges anhaftet. Da ist man sich in der deutschen Bevölkerung, glaube ich, sehr schnell einig. Zügelloser Lobbyismus gefährdet demokratische Prozesse und damit gefährdet er auch unser Gemeinwesen. Als Abgeordnete erlebt man, dass von der Zigarettenlobby bis zum Kinderschutzbund, vom DGB bis hin zur Pharmaindustrie, und das sind jetzt nur einige, die genannt worden sind, ich könnte die Liste noch viel, viel länger machen, Interessenvertretung einfach sehr viele Gesichter hat. Die Klarheit über den Absender ist aber in einem wachsenden Umfang nicht mehr wirklich klar erkennbar und identifizierbar. Das hängt damit zusammen, dass sich zum einen seit Jahren in einem wachsenden Umfang sogenannte Public Affairs Unternehmen am Lobbyismusgeschäft beteiligen. Und weil sie in einem für viele recht undurchsichtigen Geflecht Unternehmens, aber auch Politikberatung sowie Public Relations miteinander verknüpfen. Nachdem sich Edelgard Bullmann in ihrem Impulsreferat dem Lobbyismus aus Sicht der Politik gewidmet hatte, leitete der Moderator des Abends, Daniel Goffert, Ressortleiter beim Handelsblatt, in die Panel-Diskussion ein. Wir wollen versuchen, heute Abend auszuloten, Frau Bullmann hat es in ihrem Vortrag bereits ein bisschen angeführt, wo liegen die Grenzen, was können wir verbessern beim kritisch betrachteten Thema Lobbyismus, was geht nicht, was geht wohl und wo haben sich Dinge verändert, wie kann man darauf reagieren und vor allem, was kann man tun, um die offenbar doch immer noch problematische Akzeptanz von Lobbyisten, sei es in Berlin, sei es in Brüssel, zu erhöhen. Ich fange vielleicht mal mit Ihnen an, Herr Dr. Humbock, als Geschäftsführer von Transparency International. Ist das, was Frau Bullmann sagte, dass im ganzen Lobbyismus immer noch eine gewisse Anrüchigkeit anhaftet, besteht dieser Vorwurf zu Recht oder hat sich nicht zuletzt durch Ihr Wirken Transparency doch etwas mehr Transparenz eingeschlichen? De facto glaube ich, dass wir natürlich gewisse regulatorische Neuerungen haben. Seit 2007 werden die Nebentätigkeiten veröffentlicht. Aber wir haben halt erheblichen Nachholbedarf. Und wir haben viele Dinge, die in anderen Ländern längst geregelt sind, die wir in Deutschland noch nicht geregelt haben. Es gibt viele Länder mit dem Lobbyistenregister. Das haben wir in Deutschland nicht. Das hat Frau Bullmann gesagt. Deutschland kann seit Jahren nicht die UN-Konvention gegen Korruption ratifizieren, weil in Deutschland der Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung viel zu lax gefasst ist. Das haben 140 Länder weltweit. Deutschland gehört nicht dazu. Korruption und ein fehlendes Lobbyregister waren nur ein Punkt der Debatte. Ein anderer Aspekt war die Frage nach dem Lobbying der Wissenschaftsorganisationen. Josef Zenz von der Leibniz-Gemeinschaft nahm dazu Stellung. Also bei uns ist es so, wir haben versucht, uns Regeln zu geben, was Politikberatung betrifft. Consultants gibt's. Es heißt einfach,
Unternehmen, aber auch politische Parteien oder auch Ministerien kommen auf unsere Institute zu und wünschen sich ein Gutachten. Mach ein Gutachten zum Thema X. Und wir sagen, oder unsere Wissenschaftler sagen, ja, tun wir, aber wisse Auftraggeber, erstens, wir sagen, wer es bezahlt hat, wer der Auftraggeber ist. Zweitens, auch wenn wir was rauskriegen, was dir nicht gefällt, wollen wir das veröffentlichen. Frau Springer, waren Sie schon mal bei einem Bundestagsabgeordneten oder bei einem Mitarbeiter von einem Bundestagsabgeordneten, um Ihr Anliegen vorzubringen? Ja, das gehört ja auch zu unserem Standardrepertoire. Deswegen die Einschätzung von Frau Bullmann, dass das ein risikobehafteter, grauer Bereich ist, die hat mich natürlich insofern erstmal irritiert, weil halt eben genau diese informellen Gespräche, völlig unabhängig, ob es ein Gesetzgebungsverfahren gerade gibt oder nicht, zu unserer Trickkiste, sage ich jetzt mal, gehören. Die Politik ist auf externen Sachverstand oder auf externe Empirie schlichtweg angewiesen. Es gibt da, glaube ich, so zwei Wahrnehmungen, Herr Müller. Was ist Ihre Wahrnehmung als aktiver Lobbyist, der, ich vermute, es auch schon mal mit Referenten gesprochen hat, vielleicht sogar beim teuren Mittagessen? Also Politik ist ja nichts Statisches, dass man sagen kann, nein, ihr dürft mit denen nicht reden oder umgekehrt. Ganz im Gegenteil, also der Austausch, davon lebt ja gerade auch Demokratie, wenn man es nochmal eine Ebene höher nehmen will. Und da komme ich wieder zu dem Eingangsstatement von mir, dass ich da sage, am Ende des Tages stimmt ja dann doch das Parlament darüber ab und niemand anders. In der anschließenden Diskussion mit dem Publikum ging es unter anderem um die Frage, ob Initiativen wie die neue soziale Marktwirtschaft ihre Finanzierungsquellen noch transparenter offenlegen müssen. Diese und andere Aspekte griff Sven Korndörfer von der Arealbank in seinem Schlusswort noch einmal auf. Meine Damen und Herren, wir haben hier sehr unterschiedliche Positionen gehört, genauso unterschiedlich wie die Begrifflichkeiten sind. Public Affairs, Interessenvertretung, politische Kommunikation, politischer Dialog. Was wichtig ist, glaube ich, dass wir das, was wir tun hier in Berlin, statthaft tun. Und statthaft heißt für mich, dass man in einen sehr offenen Dialog hineingeht und dass man sich auch für die Position des anderen interessiert. Und nur auf dieser Basis lässt sich auch eine glaubwürdige und vertrauensvolle Kommunikation schaffen. Wo liegen die Grenzen und Spielräume der Interessenvertretung? Diese Frage konnte erwartungsgemäß nicht ganz abschließend geklärt werden. Eines hat der Abend aber gezeigt. Wirtschaft und Politik, aber auch Wissenschaft und NGO müssen einen offenen Dialog über Public Affairs und Lobbying führen. Nur dann können Missverständnisse beseitigt und bessere oder auch neue Lösungsansätze gefunden werden.